ETF. UBS crasht. Here we go. ETF. Any problems coming in? Nah. Guess they know now we ain't in the city. Who, Mr. Milton's friends? Yeah, they've had patrols out ever since you boys disappeared. Well, at least you're alive. For now, yeah. What happened in, Guama? Yeah. Nothing nice. What happened to Dutch? Because he seems... I don't know. Seems as... What began happening in Blackwater began happening years ago, maybe. Slow decline, I guess. What do you mean? I ain't quite sure. What happened here? I started gathering people up as best I could after you boys left. And John, you know that part. I do. And Hosea? So that too. Well, we got Lenny's body out as well. Robbed the morgue and buried them together. You coming? I guess. Follow me. So. What's your plan here? Well, I figure before we do anything, we need to make sure John's even still at this prison. And how do we do that? We need to get up high enough to get a proper look at the place. What? It's on an island, ain't it? Unless you're planning on learning how to fly. That's exactly what we're gonna do. I found us a hot air balloon. You ain't serious. Now, the pilot, or... whatever you call him. He thinks we're just in it for a lesson. Bit of a tour. He's quite the character. I think you'll like him. You know, I'm impressed. You really stepped things up, ain't you? Hey, we didn't know if you was even coming back. Whole thing hit folks real hard. You can see it. Perrin's gone falling fully into the bottle. Strauss is a bag of nerves. Swanson, well, Swanson's actually gone and cleaned up his act. So I guess it ain't all gone to shit. I'm just happy you boys were able to find us. Javier said he got the letter I left at the post office. That was a good idea. Until the Pinkertons showed up. Oh, by the way, I've been hunting O'Driscoll boys. Killed two of the sons of bitches at a campsite last week. What? Yeah, seems they've drifted down this way now. Oh, she a beauty, ain't she? From here on the ground, yes. Mr. Bullard? Hmm. Mr. Bullard. Ah, Mrs. Adler. It's good to see you.
Good to see you. Ah, this is my friend I told you about, Mr. Morgan. Ah, yes, Arturo Bullitt. At your service, sir. At your service. Arthur Morgan. Well, it's a nice, fresh day for flying, sir. A day like today, an Icarus would have made it across the sea. Ha, ha, ha. Have you ever flown before, sir? No. Oh, it's quite a thing. Quite a thing. Now, put these on and hop in. Well, ain't she coming? Well, women can't fly, sir. Are you insane? We can't. Oh, no, sir. It does terrible damage to them, to their vapors. I thought everyone knew about that. Why, a delicate flower like Mrs. Adler? Heavens above! Or below. Ah. Where'd you find this guy? I told you two would get on. Are you sure about this? Certain, sir. Quite certain. Mrs., let us away. Wish us luck. I've only crashed twice. Now, pull on that rope. And only crashed twice. You boys have fun. How did you get out of this? Off we go, then. It really is relatively safe. Just give it a good yank. Don't be shy. Nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Yeah, yeah. Okay, here goes nothing. Right, time to catch a few vapors of our own. It's a little overcast, but I'm expecting some good wind once we're high enough. We should still have some decent views over the river. Now, one hates to be coarse, but on the subject of ablutions, liquids over the side, solids, do your utmost to levy the situation until we land. Okay, Mr. Bullard. I had a client once who fell foul to a rotten oyster on the ascent. A decidedly harrowing experience for all involved. Keep going, sir! We need to get up above the clouds. It really is stunning up there. You'll have seen nothing like it. Ja, schon cool. That's it. Steady wins the race. All right then, let's break through these clouds. Isn't it? Feels like we have a nice westerly wind, so keep her around this height. This particular vessel is state of the art, sir. Imported from Europe. You won't find more than a couple of these on this side of the pond. So long as it works. Sure, you shouldn't be doing this? Oh, not at all. A child could operate this. With a little supervision. Besides, Mrs. Adler told me you were very keen to learn the ropes. We have plenty of those. She did, didn't she? Okay, we're getting a little high now. Arthur and Arturo, how perfect is this? My mother was a keen student of the Italianate. My brother's called Baldessario, so you could say I got off lightly. Look, I'm trying to concentrate here. Maybe ease off the throttle there, sir. For miles now. Did you breakfast in the city this morning, Mr. Morgan? Not exactly. Well, I have a boiled egg in my pocket here that you're very welcome to.
I think I'm all right, thank you. Recalling the ablutions discussion. Well, just say the word. So, if I may ask, what got you interested in the pursuit of aviation? I didn't, exactly. Mrs. Adler thought she'd surprise me. Ah, a very nice woman. And no shrinking violet. Definitely not. I prefer slightly more feminine attire on a lady, but variety is the very spice of life, as they say. Or is it, though? Did you know they locked up the man who wrote that in a mental asylum? I did not, Mr. Bullard. Whoa there. No need to go any higher. See that building up ahead on the island? That's the infamous Sisica Penitentiary. We shouldn't fly too near to it, though, sir. Sorry, we're going in for a closer look. What do you mean? Mr. Morgan, please, this is most irregular. Well, you want a happy customer, don't you? Look, this isn't funny now. What on earth are you doing? The guards are bound to spot us. Calm down. They won't care if we stay high enough. I'm just looking for a friend of mine. A friend? Poor bastard has a habit of being in the wrong place at the wrong time. I heard they got him working the fields in a chain gang. Dear God. Most unusual. Relax, Mr. Bullard. Take over. Keep us well away. I'll do my best. This filly isn't the easiest to control, you know. Nope, not there. Please hurry. Is that him? Yep, that's him. What are you doing? They're shooting at us! I can see that. Ascend! Ascend! Didn't I tell you this would happen? Oh, my God! The wind speed is picking up. We should stay at this altitude. It's heading northwesterly, so that should take us back to land. Dear God, I'm shaking like a leaf! We're in the clear now, Mr. Bullard. Get up. Good Lord! My heart is pounding! I Good must Lord. Say that the specifics of this job were not described to me at all sufficiently. Well, it's done now. Annisburg. Sure. Good Lord. Is that Mrs. Adler? Where? Being chased. Oui. Yes. Try and get us near. Will there be more trouble, sir? I expect so. I'm starting to rather enjoy this. Hey, Sadie! Up here! They're all tricks. Mrs. Adler has a long answer for. Yes, she does. Most excitement I've had in years. What was she? This is what the old Triscoll's right now. I think I might need to adjust my feet. Treffer!
saying? Grab the rope, come on! Grab the rope! Ja doch. Sadie rennt da voll rein, ey. Trouble for one goddamn hour. You got that poor bastard killed for his troubles. I kind of liked him. They got Combe, the government. They got Combe O'Driscoll. They're gonna hang him in Saint-Denis. Hang him? Okay. Mm-mm. He's already been tried twice for murder and found guilty. Sure, no doubt he'll escape again. No, he won't, because we're gonna make sure of it. We have our own problems with the law, in case you ain't noticed. Dutch will want to see him swing. Sure, Dutch. He wouldn't even help us with Marston. And our situation is really messed up right now. You know how things is. Bastard's gonna swing. I'm gonna make sure of it. Closely followed by Marston! You saw him?
Yes. Fields. Okay. Then we go rescue him. From a state penitentiary? Rescue. No. But from the fields? Yes. That we can manage. It's well guarded. Guarded, sure, but not behind bars. No, it's not behind bars. So, that's how we'll do it. Bust him from his work detail. I guess. It's best just the two of us go. The two of us is all there is, anyhow. Good, because two is all we'll need. I'll get us a bunk, a little one, and we'll sneak in and get him out of there. Meet me at Copperhead Landing. Thank you, Arthur. Whatever you say, boss. I heard that. Haben wir denn hier? Jetzt mal alles plündern hier. Das ist ja richtig ein Schlachtfeld hier. So viele schöne Leute zu plündern. Gut. Gut, gut, gut. Reiten wir da mal hin. Easy, girl.
inappropriateness. Go away. Don't let them take me. Muss der andere? Could you free me, please? Please. I'm tied up here. I'm struggling in these ropes, please. Fine, I'll just die like this. Thanks for helping. When you did, I'll make do from here. Ja, um Pferde. Ich schon mal. Hätte ich hier schon mal war, ne? Jupp. Wenn hier Tote liegen, dann war ich hier schon. Liegen keine Toten. Aber trotzdem war ich hier schon. Doch, hier war ich schon mal. Um rüber fährt. Let's go, girl.
Wäre es nicht dunkel, hätte ich die jetzt erschossen, aber weil es so dunkel ist, lassen wir das mal. Ah ja, okay. Weil normal runter, genau. Nothing. Verdammt. Einmal umsonst hier hochgelaufen. Nein, stopp. Nix, nothing. Das war knapp. Den habe ich gar nicht gesehen. 4:21 Uhr. Mal ein bisschen gucken, ob hier der Weg lang geht. Mensch, ist das Booster. Dann hier durch, das ist aber auch schlecht, ey. Siehst kaum die Hand vor oben. Okay, Girl. Aber wenigstens wird es schon heller.
langsam. Was ist das für ein Städtchen? War ich hier schon mal? Du schon wieder? Steht doch überall rum. Blind man. Take this. Be warned, sir. Do not slumber too deeply, for the man with no nose is coming for you. Okay, I will try to bear that in mind. Okay. Let's go, girl. Please, I need to be alone. Ruckelt schon wieder, so als ob das gleich abstürzen will. Ich speichere lieber nochmal. Ja, ja. Oh, schöner Wasserfall. Das hier. This was supposed to be our little adventure. Das schon wieder dunkel. Difference now. If an outlaw or a wild animal doesn't get me, starvation. We came out here from the city in search of a different life. Something true, something real. All this wandering and indulgence, we wanted to strip it away, to find something authentic. What a pair of fools. Is there a train station or a town I can take you to? No, I can't give up now. He wouldn't want that. I can't have it. I'm gonna do this for you, Cal.
to it. Is there anything left for you to eat? Nothing. No, we didn't know the first thing about hunting. Couldn't even catch a darn mouse. Do you need any poisonous berries, though? Hello, Power Shooter. Willkommen. Well, you ain't gonna last much longer out here if you don't know how to hunt. Come on. I'll show you. You better not try any funny business. I may be weak, but I still know how to stand up for myself. Oh, I don't doubt it. Come on. Tell me, you ever skin an animal before? No, but then again, I haven't caught much of anything either. Well, you'll need to know how to do both if you're gonna survive out here. Ein Glück, das regnet gerade. Und danke fürs Loot. What happened to your husband, if you don't mind me asking? A bear got him. He was horrified. He survived, but only for a couple of days. I'm sorry. This was really his dream more than mine. I'd have popped the next train back to Chicago if he'd said the word. And now, I don't know, it's hard to explain. Charlotte Balfour can is a different matter entirely. You've probably lived your whole life in the outdoors. Well, out of it, that's for sure. I barely left the city before coming here. Hal spent the summer growing up at his grandparents' lodge in Maine, but I get the impression they did more punting than hunting. Right. Ich hab da so ein Gefühl. Wo ist denn meine frisch gekaufte Pumpgun? Ja, ja. Just a quick please.
Das ist aber eine schlechte Knarre. Bleib hier! Ich hab dich doch nur aus Versehen getroffen. Ach shit, ey. Nur habe ich die aus Versehen angeschossen und nun ist sie natürlich mad und die Story ist für den Arsch. Doch da auch nichts für. Der Wolf hinter ihr stand. Nein, nicht hinlegen. Oh. Ja, hat sich erledigt mit der Mission mit der Frau, ne? Ja. Hat sich erledigt. Moment, ich werde erstmal einen neuen Code machen. So. Speichern. Start. So. Wo wollen wir jetzt hin? Hier oben nicht noch was anderes? Das ist halt jetzt schon wieder hinfällig. Wir können ja mal da einreiten. Und dann schönen Tag noch. Echt tolles Wetter. Aber so richtig tolles Wetter.
Was hier für ein Camp? Hallo, jemand zu Hause? Stecken wir uns erstmal die Taschen voll. Kekse. Da ist eine Truhe. Hat hier einen Waffenschrank. Ah, guter Aussichtspunkt. Mensch, wie lange ist denn da noch schlechtes Wetter? Nein. Können wir hier noch was looten? Waffenöl können wir nicht. Ach, vielleicht doch. Die Pistole hier reinigen. Mitten im Regen. Oh, können wir das Waffenöl nehmen? Eine Kiste. Kann ich die nicht ausräumen? Eine Schatulle. Kekse kann ich nicht. Okay. Schöne trockene Zelt. Ein bisschen zugucken, wie das Pferd nass wird. Ich schlafe mal bis zum nächsten Morgen, solange wird es ja nicht regnen. Tja, es war seine Tuberkulose nicht so gut. Wartet es immer noch? Jetzt bis nachts schlafe.
Regnet es denn immer noch? Regnet immer noch. Das ist ja doof. Regnet schon seit 2 Tagen. Kann ich hier am Feuer nicht kochen? Dann braten wir unser Wolfsfleisch mal. Kleinwildfleisch. Das war's, mehr geht nicht. Basteln wir uns noch eine Spezialarznei. Ist aber schade, so ein geskripteter Regen. Kannst nicht mal warten, bis er vorbei ist oder so. Nee, mehr haben wir nicht. Jetzt 60 Uhr, 1 Uhr 33. Kann leider nicht mehr schlafen. Raus mit der Leuchte. Ja. Tigern wir hier mitten im strömenden Regen lang. Nachts. Kann man mal gucken, was hier alles so ist. Sehen, wo das hinführt.
sind wir jetzt hier? Okay, da ist das Indianerreservat. Vorhin auch da. War doch vorhin weg. Müsste jetzt kein nochmal zurückreiten. Das ist vorhin weg gewesen. Bestimmt so ein Dauer-Schlechtwettergebiet hier. Und 24 Stunden am Tag regnet. Hui, das war knapp. Das perfekte Wetter nachts und dann Regen. Du siehst schon kaum was und dann kommt noch der Regen dazu. Ach, da ist mein Ziel. Ich wollte mich gerade maskieren. Das ist doch der Tesla-Turm. Ist das eine Tesla-Referenz? Geht nicht. Auch nicht. Auch nicht. Sollte doch hierher kommen.
Mal da hochklettern. Kann ich da nicht hochklettern? Irgendeine Mission gibt das hier bestimmt. Was, wie, wo, was? Das ist jetzt die Frage, ne? Kann ich mir keinen Weg reinspringen. Hallo. Jemand zu Hause? Ich fackel dein Zeug hier auch ab. Gerne, wenn du willst. Hier alles im Brand. Wo hat er mich hierher bestellt, weil er denn nicht da ist?
Das ist auch eine komische Scheißknarre. Weil ich mir die gekauft habe, ey. Aufschlagen. Oh, Mister, am I glad I found you? I'm colder than Bluebelly Hell out here. Could I warm up by your fire just a bit? Do appreciate this. You won't even know I'm here. Oh, got myself rightly turned around out here. Yeah, is it 2 days or more? Oh, Jerry Ann guzzled up all the chitterlings, so I go out hunting squirrels. Only Esther still got my damn warm britches. Man, I got poor circulation, even at the best of times. So, oh, November, my feet, they always turn brown. So I glug some shine to keep myself warm. I woke up on a riverbank, shivering like a shitting dog. I get lost real easy. You ever heard of a place called Butcher Creek, mister? Our entire village has been marked by the demon, stealing our bodies and our minds. And we have all been cursed, and ain't nothing we can do but just wait our time. Mm-hmm. Wait. Why are you looking at me like that? Now, I don't know if I like you, mister. You got the same look my uncle has. I'll take my chances. You stay away from me! Na, lauf mal weiter. Das ist jetzt praktisch morgens. Okay, dann schlafen wir bis Mittag. Es hat aufgehört zu regnen. Das ist doch schon mal schön. Was sind wir denn hier eigentlich? Mal nach Downhill reiten. Jetzt vielleicht rein. Das sieht nicht so aus, ne? Und zu. Und zu. Und zu. Ne, also irgendwie. Irgendwie. Komische Mission. Wenn der nicht da ist, dann ist das halt so, ne? Da
können wir jetzt nichts für, wenn der nicht da ist. Was machen wir jetzt? Mehr als Touch ist ja erstmal nicht, ne? Tun wir da mal hin tigern. Reiten wir da mal hin. Hallo, The Pusher. 84, willkommen. Mal gucken, wie es weitergeht, was das jetzt für eine Story hat. Hier hinten drauf, der müsste eigentlich auch schon im Verwesen sein. Den habe ich auch schon 2 Tage. Alles im Lack, jo. Läuft, läuft. Manchmal versaue ich halt eine Mission, ne? Mit der einen Frau, der ich Jagen beibringen sollte, dann kamen Wölfe. Und als ich auf die Wölfe geschossen habe, habe ich die aus Versehen getroffen und dann ist sie natürlich vor mir weggerannt. Dann war die Mission noch zu Ende. Da kann ich ja nichts für, wenn der Wolf hinter ihr steht und ich versuche, ihn zu treffen. Er hat zuerst auf mich geschossen. Okay, Girl. Was egal. Ich habe so und so genug gutes Ansehen, da kann ich auch mal schlecht handeln. So $5 Kopfgeld schon oder 10. Mord. Und natürlich weiß der sofort, wer ich bin und so, ne? Hat sein Handy dabei und konnte das melden. Hier ist auch gar kein schlechtes Fleckchen, ne? Yeah.
komm mal raus da. Das war ein Verbrecher. Das gibt keinen negativen. Was? Warum sollte ich? Außerdem, woher willst du wissen, dass mein Zimmer unordentlich ist? So haben wir ihn. Nur das. Oh, jetzt wird der weggespült. Halt! Bleib hier! Bleib hier! Sind das doch so eine Hillbillies? Kann ich ja gleich weiterschießen. Ne, waren wohl keine Hillbillies. Ach, du weißt das, okay. Bestimmt jeder Streamer nur noch ein grau aufgeräumte Zimmer. Sind ja vielleicht Goldgräber, dass die hier irgendwo Gold rumliegen haben. Oder sowas. Lust. Sind doch auch so eine Hillbillies, Mensch. Warum kriege ich da negatives Karma, wenn ich die jetzt ausraube? Gibt ja ja nicht. Aber zurück zu den ursprünglichen, die ich da gekillt habe. Die werden bestimmt noch was in den Taschen haben. Was kann ich da abgegriffen? Double Action Revolver. Nee. Huch. Nein. Tausch mal wieder zurück. Haben die ja noch was Interessantes hier. Also die haben die Frau wohl überfallen, wie das aussieht. Und den Mann. Alles sie plündert. Alles sie plündert. Wenn ich schon mal hier bin. Wollte ich eigentlich gar nicht. Brotkanten, gesalzenes Fleisch, nehmen wir alles mit. Aber die eine Leiche, die habe ich noch nicht geplündert. Den hier. Wo bist du eigentlich? Um sie herfährt? Hast du eine Brücke? Was hast du denn Angst? All right, girl.
ja. Ist doch alles gut. Hast du gerade Stupid Man gesagt? Hä? Grüß ihn freundlich. Er sagt Stupid Man. Mich vom Pferd runter. Oh, da kommen sie alle. Jetzt habe ich Probleme. Boah, die haben schon. Jetzt haben die mit mal alle Waffen. Gibt ihr ja gar nicht. Kommt hinterher, Hillbillies. Ein nach dem anderen. Ich muss erstmal ein bisschen Leben tanken wieder. So. Macht das ganze Dorf tot hier. Wie können die mich treffen, Nick? Treff die doch gar nicht. Was essen. Muss mir einen schönen Stein suchen. Da steht das schon hier hinter mir. So. Weil wir doch schon mal ausgerottet. Nicht wirklich was, ne? Raubtierköder.
Nun ist das halbe Dorf mir gefolgt oder nicht? Für Controller 5,50 Euro. Haben sie wieder so ein Black Friday? Hey Pferd, du bist so selten doof, ey. Jetzt hast du dich da durchgequält. Los, komm. Doch hier das halbe Dorf schon umgebracht. Dann kann man die auch looten. Bloomers, so stop following me. Howdy. How you doing? The curse is upon me. Hey there. Asswipe. You should not be scoffing here. Go on now. That's what I thought. Careful, lady. Da sind ja auch welche. Haben die sich vermehrt? Mister? Ain't you caused enough problems around here already? Get on out of here. Demons nearly made me do the worst to y'all. Aber hier kann man wohl alle nicht so schnell töten, weil hier, glaube ich, noch eine Mission ist. Kill an elephant. You sure run into some nice folks out this way. Getting. That's cool, girl. Die sind mir nicht geheuer. Reiten wir mal weiter. Ja. Wird ja schon wieder dunkel. Ich den Dutch anquatsche, speichere ich nochmal. Sonst habe ich wieder eine halbe Stunde Mission an der Backe. Ist hier? Ist hier jemand? Easy girl, you're okay. Yeah. Der schon wieder.
You okay? Help! You sick, partner? It's in me. They're in me. You're not well, friend. Butch's Creek. Where? Butch's Creek. Is that where you're from? Butch's Creek. You want me to take you back, or? They're in me. Come on, let me get you home. Jetzt habe ich eine Mission, na toll. Oh, Butcher's Creek. Ja, Butcher's Creek. Da komme ich gerade her. Ich habe die Hälfte deiner Kollegen erledigt. Dämonen, erzähl nicht. Mein Wolfskadaver runter vom Pferd. Darkness. Let's go, girl. Alter, dieses Navi-System, das weiß auch nicht, wo es mich lang schicken soll, ne? Lemuel? Yeah, he was in some distress. Yeah, he seems calmer now. I found him out in the woods. Oh, Lemuel. Sweet Lemuel. Such a nice man. Such a good man. Come here. Come on. Get up here. Help you. Since the troubles began, he's not the same. It's in me. Why is he looking at me funny? No, he's not well. It's the darkness. He said it's the darkness. Who says it's the darkness? Well, the village is. Well, thank you, sir. Hey, thank you for lim. It's in me. Please, sir. Lemuel, not well, sir. You got anything for me? Oh, yeah. Of course, sir. Love and friendship in the darkness. What else are there? Obadiah Hinton, that's me. Yeah. Love and friendship. Friendship and love. We're not a rich village, sir. But with love, rich. We thank you. Okay. Speichern. Sehr gut. Wo ich die nächste Mission in der Backe habe. Hier speichert. Dann lösen wir die Riffel auf. Rot ist 1. Congratulations an U1N23. So. Glaub, das war's doch, was ich an Prices hatte. So. Das war's auch. Mal sehen, wann ich wieder einen Supply Drop kriege. Ich werde jetzt hier aufhören. Morgen weiterspielen.
Gut. Danke fürs Zuschauen. Für das ihr hier wart. Danke für die Loots. Bis morgen dann, ne?